China wieder mal mit miserablen Zahlen zu Exporten und Importen und Moody's stuft einige US-Banken ab und droht mit weiteren Abstufungen. Das sind die beiden Headlines aus meiner Sicht, die den heutigen Handelstag zunächst mal prägen. Wir sehen deswegen zunächst US-Futures und DAX tiefer, kann sich alles ändern, aber ist derzeit Stand, in dem ich jetzt hier diese Aufnahme mache. Und wir wollen uns die Gemengelage mal anschauen. Was bedeutet all das? Was ist davon zu halten? Wir starten zunächst mal mit China hier. Exporte minus 14,5% zum Vorjahresmonat erwartet minus 12,5% und die Importe noch schwächer, minus 12,4% statt erwartet minus 5,0%. Also schwache Importe heißt negative Nachfrage, rückläufige Nachfrage. Der Konsum springt nicht an, auch der Export springt nicht so wirklich an. Und hier sehen wir mal, die Exporte in die USA sind um 23,1% gefallen und die Exporte in die EU ist hier so ein bisschen, ich weiß nicht, warum das so ist, ich kriege es nicht anders hin gerade, ein bisschen verzerrt hier die Schrift, die Exporte in die EU sind 20,6% gefallen. Und das ist der Trend, den wir derzeit sehen, so eine Art Entkoppelung. Die Handelsbeziehungen mit den USA und Europa gehen zurück und die Handelsbeziehungen mit Russland seitens Chinas steigen deutlich. Nur ist das Problem, dass die Russen heute nicht so viel zahlen wie wir, nicht wahr? Also da können die Chinesen nicht solche Preise aufrufen. Dementsprechend sinken eben die Einnahmen und wir haben dann zum Beispiel ja auch in China jetzt 4 Monate in Folge eine schrumpfende Industrie, sichtbar an den Einkaufsmanager-Indizes Gewerbe. Wir haben eine Schuldenkrise, vor allem bei diesen staatlichen oder kommunalen Vehikeln. Jede Lokalverwaltung hat ja solche LGVs, also solche Spezialvehikel, mit der man bestimmte Sachen finanziert, die sind hoch verschuldet und immer mehr dieser LGVs, die können jetzt praktisch ihre Schulden nicht zurückzahlen, respektive die Zinszahlungen nicht bedienen. Wir haben also eine riesen Schuldenkrise auch in China. Und jetzt kommt dazu, dass eben die Wirtschaft nicht wirklich anspringt. Und dann zweites Thema, Moody's. Man sagt hier, wir stufen einige Banken ab. Hier 10 Small and Mid-Size Banks, also kleinere und mittlere Banken. Also nicht die Champions League, nicht die dicken wie JP Morgan, sondern eher so die Bundesliga bis zweite Liga, könnte man sagen. Und die Gründe sind aber interessant, weil man eben androht, auch solche durchaus relevanten Banken wie US Bancorp, Bank of New York, Mellon, State Street vor allem, Trust Financial Corporation, wie sie alle heißen, abzustufen. Und man sagt hier Higher Funding Costs, das heißt die Refinanzierung für die Banken sind teurer. Man hat höhere Kapitalanforderungen, Potential Regulatory Capital Weakness, weil eben die Aufseher die Kapitalanforderungen anheben, und der Rising Risk Tied to Commercial Real Estate Loans, also steigende Risiken in Sachen Gewerbeimmobilienkredite. Das ist ein riesiges Thema, das jetzt immer stärker durchschlägt. Seit Corona sind ja die Belegungen vor allem von Büros massiv zurückgegangen. Das bedeutet, dass der Wert der Immobilie sinkt, wenn die nur teilweise oder gar nicht vermietet ist. Jetzt müssen viele dieser Gewerbeimmobilienkredite verlängert werden demnächst. Das bedeutet, derjenige, der hier diesen Kredit braucht, der kann als Sicherheit nur die Immobilie vorweisen, die jetzt weniger wert ist. Das heißt, die Bank wird nervös, muss möglicherweise Abschreibungen machen, und das könnte der Beginn einer Kaskade sein. Dazu gleich mehr. Jedenfalls haben wir dann gestern Abend auch die Kreditvergabe aus dem Juni gesehen für Private, also die Bankenkreditvergabe an nicht an Firmen, sondern eben an den Otto Normal, wie man sagen könnte. Und wir sehen, da sind wir gerade bei den Kreditkartenkrediten sind wir rückläufig. Das heißt, die Amerikaner fahren jetzt bereits ihre Kreditkartenschulden zurück. Das ist das erste Mal seit der Pandemie, wie wir hier sehen, rot, dass das passiert. Warum? Man spart, weil man offenkundig ahnt, da kommt Schwieriges auf einen zu, und das ist in den USA vor allem die Rückzahlung der Studentenkredite, die ab September jetzt dann wieder zurückgezahlt werden müssen. Inzwischen sind die Schulden durch diese Studentenkredite gestiegen, denn die sind weiter verzinst. Das heißt, man musste zwar den Kredit nicht monatlich bedienen, aber die Kreditsumme ist dennoch gestiegen, weil eben der Zinseffekt hier eine Rolle gespielt hat.
gesehen, dass dann eben diese Student Loans, dass da die Kredite massiv fallen werden, respektive eben die Amerikaner beginnen müssen, diese Kredite zurückzuzahlen. Wieder dadurch sinkt das Kreditvolumen, weil eben zurückgezahlt wird, perspektivisch deutlich. Wir sehen nur bei den Autoloans, das ist der einzige Sektor im Kreditbereich, der noch wächst. Und hier sehen wir, wie stark das gewachsen ist. Also diese Autokredite, die machen das Ganze irgendwie noch oder retten das Ganze ins Positive, dass also insgesamt die Kreditvergabe gestiegen ist. Jetzt müssen wir uns mal anschauen, naja, was bedeuten denn die gestiegenen Zinsen für den Konsumenten? Wir haben innerhalb eines Jahres sind die Zinsen für Kreditkarten, wenn die ein negatives Saldo haben, von 14 auf über 21 auf über 22% gestiegen, also deutlich nach oben. Wer ein neues Auto sich besorgt hat über Kredit, der hat vor einem Jahr noch 4% bezahlt, zahlt jetzt 8% oder hatte zwischen 4 und 8% bezahlt, zahlt jetzt über 12%. Wer sich ein Haus kauft, das auf mit einem Hypotheken- oder Immobilienkredit macht, der hat jetzt Kosten von 7,2%. Vor einem Jahr waren es 2,7%. Also wir sehen, oder 2021 waren es 2,7%. Also wir sehen, wie stark die Dinge hier nach oben gegangen sind. Wer schon länger in billigen Krediten sitzt, weil die noch in der Nullzinsphase vergeben wurden, der hat nicht so ein Problem, aber das rutscht jetzt immer mehr rein eben. Und hier sehen wir mal Average Mortgage Payment, also wenn ich einen Immobilienkredit genommen habe, dann musste ich 2021 durchschnittlich dafür im Monat 1600 Dollar hinlegen. Jetzt sind es 2800 Dollar. Und währenddessen sind eben die Schulden immer weiter gestiegen. Der Amerikaner Kreditkartenschulden jetzt über 1 Billion. Hier sehen wir das nochmal. Jetzt sehen wir, dass das Ganze zurückgeht. Bei dieser Verzinsung, je nachdem, welche Kreditkarten man ranzieht, zwischen etwa 20 und 25%, das bedeutet in wenigen Jahren verdoppelt sich die Schuld, etwa 3 Jahre, gut 3 Jahre oder sowas. Ich bin Mathematikgenie, meine Damen und Herren, nehmen uns das nicht zu ernst, was ich in der Hinsicht sage, aber es ist also so, dass in wenigen Jahren, wenn ich da 10.000 Dollar habe, dann ist in etwa 3 Jahren die Verschuldung mal eben verdoppelt. Und die Frage ist, wie lange können die Konsumenten das so mitgehen? Und wir sehen bei den kleineren Kreditkartenanbietern, die also dann teilweise wahrscheinlich auch Leute mit schlechterer Bonität nehmen, weil sie sich nicht leisten können, die abzulehnen, wie die Dickfische in der Branche, sehen wir, dass eben wir die höchste Ausfallraten seit 1991 haben. Wir sehen also, dass es an den Rändern schon ganz deutlich knirscht. Bei den Konsumenten stellt sich die Frage, naja, was ist denn eigentlich mit den Firmen? Wie schaut es da aus? Das ist ja auch ein wichtiger Teil. Wir haben den Staat, hohe Schulden, gerade zuletzt massive Verschuldung. Wir haben die Konsumenten, hohe Verschuldung. Und wir haben die Firmen, auch eine relativ hohe Verschuldung. Aber hier ist eben der Punkt, dass in diesem Jahr oder im Restjahr sind noch 230 Milliarden Dollar an Krediten umzuschulden. Also da müssen Kreditlinien verlängert werden. Im nächsten Jahr sind es insgesamt 790 Milliarden Dollar und dann 2025 sind schon über 1 Billion Dollar. Das heißt, wir sehen diese Lawine, die kommt da auf uns zu, wo dann eben die gestiegenen Zinsen, wenn sie bis dahin nicht gefallen sein sollten, eben wirksam werden, eben auch für die Firmen wirksam werden. Ein wichtiger Punkt, eine wichtige Grafik, wie ich finde. Und auf der anderen Seite haben wir diese US-Regierung, die praktisch einen Schuldentsunami derzeit vor sich her schiebt. Man hat 6,7 Billionen Dollar ausgegeben in den letzten 12 Monaten. Das ist 14% mehr als im gesamten Vorjahr. Der absolute Rekord war 7,6 Billionen in der Pandemie 2020. Und das muss man sich mal vorstellen. Die letzten 12 Monate ist das Defizit um 1,4 Billionen Dollar gewachsen. All das sind natürlich Wahnsinnssummen. 1 Billion Dollar, also 1000 Milliarden Dollar müssen die Amerikaner pro Jahr an Zinsen zahlen. Und das in einer Zeit, die ja eigentlich wirtschaftlich gut ist. Nicht zuletzt wegen dem Stimulus, der dann natürlich wieder auf Pump gemacht wurde. Aber was passiert, wenn die Wirtschaft mal nicht mehr läuft, wenn wir eine Rezession haben, wenn die Leute ihre Arbeitsplätze verlieren, dann ist Dunkeltuten. Hier sehen wir nochmal die Abstufung zunächst mal des Ratings durch Fitch, was die US-Bonität betrifft. Jetzt sehen wir, dass Moody's beginnt, erste Banken abzustufen. Ist das der Beginn eines Domino-Effekts? Jedenfalls sehen
sehen wir hier nochmal ein paar Parameter. Ich hatte diese Grafiken schon gezeigt. Verschuldung massiv gestiegen in Relation zum BIP, jetzt so hoch wie im Zweiten Weltkrieg, als die USA im Krieg waren. Die Zinsen fressen 3,6% des gesamten BIPs auf in einem Jahr bereits. Tendenz weiter steigend. Das ist natürlich eine Situation, die schwer zu halten ist, die schwer oder die praktisch nicht nachhaltig ist. Jetzt habe ich hier das Problem gehabt, dass die Grafik nicht weitergeht. Jetzt habe ich das Problem im Griff, meine Damen und Herren. Jedenfalls sehen wir ja, was passiert, wenn eine Rezession kommt. Wenn also in allerbesten Zeiten die Verschuldung so ausufert, dass man sich fragt, naja, gibt es denn keinen Morgen? Jetzt haben wir ja immer mehr Analysten, die sagen, nee, Rezession kommt nicht. Unter anderem JP Morgan, die gesagt haben, wir heben das Wachstum, die Wachstumserwartungen an, wir erwarten keine Rezession mehr. Wenn wir hier links mal sehen, diese Grafik zeigt die Anzahl von Artikeln, in der es um ein Soft Landing geht, also eine sanfte Landung der US-Wirtschaft. Dunkelblau ist eine harte Landung. Wir sehen harte Landung, die Artikel gehen zurück. Weiche Landung, die Artikel skyrocken, also die gehen praktisch in den Himmel. Apropos nochmal JP Morgan mit dieser Einschätzung. Nee, keine Rezession. Die haben ja kurz nach den Apple-Zahlen die Apple-Aktie raufgestuft auf $235. TD Cohen hat kurz vor den Zahlen auf $220 raufgenommen, das Kursziel für Apple. Hier sehen wir das Resultat, Apple ja mit einem heftigen Sturz seitdem. Aber wenn wir nochmal in Sachen Rezession uns die Dinge anschauen, dann sehen wir eine immens schnelle Versteilung der Zinskurve. Also wir haben eine invertierte Zinskurve, die Renditen kürzer laufender Anleihen waren höher als die Renditen länger laufender Anleihen. Normalerweise ein Rezessionssignal, das sich dann manifestiert, wenn sich die Zinskurve wieder so versteilt, dass sie reinvertiert, also wieder positiv wird, dann setzt die Rezession ein. Wir haben also ein Bear Steepening, wie man das in den USA nennt, eine bärische Versteilung der Zinskurve, und es sind viele Daten, die dafür sprechen, dass es bald ungemütlich wird ökonomisch in den USA, die realen Importe. Ich hatte diese Grafik gestern schon gezeigt. Also inflationsbereinigt gehen die Importe in die USA zurück nach Dienstleistungen und nach Gütern, die Nachfrage also. Und wir sehen die Nachfrage nach Zeitarbeit auch unter die Nullerlinie gefallen. Jedes Mal, wenn diese beiden Parameter unter die Nulllinie gefallen sind, dann ist, wie hier zu sehen, dunkelblau oder dunkelgrau, diese Balken, eine Rezession gekommen. Gestern hatten wir einen positiven Handelsverlauf, der Dow Jones am stärksten. Man hat sich dann zum Handelsende nochmal nach oben geschwungen. Allerdings sehen wir hier mal das Volumen. Wir hatten gestern etwa beim SPY, dem maßgeblichen ETF auf den S&P 500, knapp mehr als die Hälfte des Volumens, was wir am Freitag hatten. Da hatten wir 100 Millionen Kontrakte. Gestern waren es mal gerade 56 Millionen, also relativ dünne Umsätze. Wir sind dann gestern im 60-Minuten-Chart, wo wir eine positive Divergenz hatten, dementsprechend eine Erholung nicht so fürchterlich unwahrscheinlich war. Jetzt sind wir wieder an diese Kanalbegrenzung angelaufen. Die positive Divergenz im RSI hat sich ausgewirkt. Kommen wir jetzt weiter? Zunächst mal sind wir erstmal zurückgeprallt. Wir werden sehen, wie es dann weitergeht. Und hier sehen wir nochmal die Magnificent Seven, die großen Sieben im S&P 500. Mit einer Gewichtung von 28,6%. Jetzt absolutes Maximum war 28,9%. Also wir sehen nach wie vor diese AI-Hype-Story, wobei die für Apple ja nicht gilt, aber wir sehen auch Microsoft hat Probleme. Meta lebt noch von dieser Euphorie, vor allem die wunderbare Nvidia lebt von dieser Euphorie. Nvidia bringt am 22. August Zahlen, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Also wir haben nach wie vor diese fette Konzentration im S&P, aber beim Nasdaq 100 hat man das pünktlich abgebaut, denn Microsoft und Apple sind jetzt 11 bzw. 12% von ihren Peaks, von ihren Tops. Und kurz vorher, am 24. Juli, hat ja der Nasdaq eine andere Gewichtung bekommen. Man hat also die Gewichtung der 5 und der 10 größten Aktien in dem Index nach unten genommen. Sonst wäre der Nasdaq wahrscheinlich schon deutlich tiefer aufgrund des Falls dieser beiden Schwergewichte. Hier sehen wir mal, by the way, Saisonalität des WIX seit 1990 geht es normalerweise jetzt nach oben. August ein sehr volatiler Monat, oder Volatilität steigt. Und unten sehen wir mal,
die Saisonalität, wenn man das vergleicht mit Jahren, die bisher ganz ähnliche WIX-Strukturen hatten oder die einen ähnlichen Verlauf des WIX des bisherigen Jahres hatten. Da könnte es sein, dass die Vola erstmal runtergeht und dann wieder deutlich steigt. Wir werden sehen, was da passiert. In der Summe sehen wir, dass wir jetzt schon seit 7329 Jahren keinen Abverkauf hatten im S&P 500 von mehr als 3%. Nämlich seit März. Dementsprechend sind wir in der 95. Perzentile, was das betrifft. Also es passiert selten, dass das so lange dauert, bis der nächste größere Abverkauf kommt. Aber hier sehen wir unten mal den WIX auf Wochenbasis. Der ist nach wie vor ausgebrochen, auch wenn wir gestern einen Rücksetzer gesehen haben bei diesem WIX. Kommen wir kurz noch nach die Europa. Hier sehen wir die Inflationserwartungen, die die Märkte einpreisen, jetzt auf dem höchsten Stand seit 2010. Man erwartet also seitens der Märkte, dass die Inflation dauerhaft sein wird. Jetzt hat die EZB die Zinsen hochgenommen und die Wirtschaft verschlechtert sich ganz, ganz deutlich. Das hat die EZB jetzt auch anerkannt. Und die Frage ist ja, was tun? Auf der einen Seite scheint die Inflation hoch zu bleiben, auf der anderen Seite geht die Wirtschaft runter. Für die EZB eine sehr schwierige Situation. Abschließend drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Erstens, Moody's stuft 10 US-Banken ab. Größere Banken könnten folgen. Sehr wichtiger Artikel. Zweite Empfehlung, Banken wollen bestehende Immobilienkredite jetzt loswerden. Die sagen sich, naja, bevor das ein Drama ohne Ende ist, ein Schrecken ohne Ende, machen wir ein Ende mit Schrecken und verkaufen jetzt mit Verlust unsere Immobilienkredite, aber teilweise gibt es nicht mal einen Markt dafür. Das ist da auch ein hochinteressanter Artikel, das ist die zweite Empfehlung. Und die letzte Empfehlung, die deutsche Abhängigkeit von China sinkt. Wir sehen auch in den deutschen Daten, dass die USA immer wichtiger werden als Handelspartner. China ist nach wie vor die Nummer 1, aber Tendenz rückläufig bei den USA, Tendenz nach oben gehen. Das ist die dritte Empfehlung, also drei Stück, meine Damen und Herren. Ich sage Servus, ciao.